Gebüsch da. Was das sein? Da sind wir nochmal mit ein bisschen Fallout. Einen Job geschafft. Jetzt nochmal ein halbes Stündchen Mool leveln können. Mich hardcore ist mit dem Gear hier. Ich habe nämlich eine Level 1 Rüstung. Wenn mich nur einer von denen einmal trifft, bin ich sofort tot. Gebufft bin ich auch nicht mehr richtig. Footbuffs ranzuschleppen. Ich habe noch eine halbe Lunchbox, glaube ich. Dem eh nur einmal Westeck rennen, fällt mir gerade ein. Immer nur einzelne sind, kann ich die wunderbar davon abhalten, mich zu killen, aber sind ja selten, sehr selten nur einer. Sogar mich mit Laserwaffen zu töten. Ja. Okay. Da kam wohl noch ein Hund. Das ist so krass als Glass Tank. So nett, dass man hier gleich wieder. Hallo? Hm. Oh cool. Mutiert es gegen die Schallmauer. Das ist ein bisschen lieber als Westtech. Denn für eins. Kann nur durch Nahkampf. Ah. Dann laufen wir das noch eine Runde hier. Kann das nicht nachgiebig plus 1 Intelligenz sein? Das hätte mir jetzt viel besser angekommen. Was? Ich weiß nicht, ob ich dich schon jemals da runterhüpfen sehen habe. Ich habe keinen Schlüssel. Mensch. Oh!
Ohne Schlüssel. Aufhören muss zu schießen. Dann die ja nicht so viel. Okay. Gehen wir doch mal dahin. Nicht, dass wir da viel ausrichten können, aber wir können taggen. Jetzt hier. Was ist denn jetzt?
unverschämt sein. Springs genügt, das habe ich ewig nicht gesehen. Dann müssen wir wieder dahin. Vielleicht reicht er mir auch mit Level 69 oder so. Der wird ja eh nur Waffenmull, der braucht eh nur die Rüstung. Die Perks fast ganz egal. Klappt nicht. So ein Mist. Ja, guten Tag. Jetzt mal wissen. Ich decke jetzt mal die Geheimnisse von Westtag auf. Tür besser auf. Wir wissen, ob das dann wieder sich neu instanziert, das daran liegt. Jetpack. Strange in Numbers. Noch ein Boot. Da ist er ja. Völlig verrückt. So. Ich mach das jetzt einfach mal die Geheimnisse von Westtag auf. Fahrstuhl und dann gucken wir,
Ist das jetzt schon? Egal, ist ja nur Informationsgewinn. Wir wissen, wovon es abhängt. Ob der Stack instanziert ist oder nicht. Wo war das Ding denn überhaupt? Oh, ich hab's jetzt, oder? Wenn es das nicht ist, dann weiß ich es nicht. So, wenn sie jetzt da oben respawn sind, dann muss man nur die Geheimnisse aufdecken und wenn nicht, muss man wahrscheinlich leider echt vorher Wastelanders Questline machen. Bin ich gespannt. Ist gut zu wissen. Jetzt noch wieder die Visual-Probleme. Ja, haben wir. Langsam. Ich glaube, meine Buffs sind inzwischen alle vorbei. Das war klar. Das waren zwei. Zwei sind einer zu viel. Aber jetzt weiß ich schon mal, bevor ich das nächste Mal ein Mool level, decke ich mal flux die Geheimnisse von Westec auf. Und dann kann ich damit auch Westec retten. Immer wieder.
Ja. Mich echt mit einem Biss. Ja. So ist das. Warum ich so langsam level? Ich habe wieder keine Strahlung. Zu viel Lebensenergie. Volles Team. Ich bin noch so dumm, wenn ich alleine bin. Hier ist schon ein Camp. Das ist auch gut. Können wir mit leben. So. Nix. Gar nix.
der Tür geschossen. Habe ich wieder zu viel Lebensenergie. Das ist mir echt zu mühsam. Ich glaube, da habe ich echt keinen Bock drauf. Hier Level für Level. Schön im Boden geglitscht. Jo. Wo war denn jetzt hier noch einer? Bin ich schon wieder erwischt. Wieder im Boden.
Das war lang genug. Oh. Es war zu langsam. Einfach killen. Ist das geil. Jetzt kann ich hier nicht mal respawnen. Ich habe wahrscheinlich Damage Resistance kleiner 10 oder so. Ich bin auch, alle Buffs sind vorbei. Ach. Super geil. Jetzt kann ich doch zu dem reisen. Vielleicht kriege ich noch den Hordenboss. Hin. Moin Billy. Ich könnte dich das gleiche fragen. Ich mache gerade eine kurze Mittagspause und level noch ein bisschen mein Mool. Und dann muss ich wieder weiterarbeiten, ist das zu fassen. Ja, siehst du, ich habe auch Mittag. Ich habe auch schon gearbeitet. Hab die eine Sache für den einen Kunden fertig gemacht. Dann werde ich gleich was essen. Was machen die eigentlich hier? Wen kämpft ihr denn? Hier ist doch gar nichts. Greifen die sich hier alle an einem Mul und schaffen es nicht, den zu killen mit 10 Leuten. Hey, ein Penny. Kupfer ist immer gut. Pass auf, wo du hintrittst. Da liegt überall Giftmüll. Und hier noch hingehen. Süden. Oh, das, ja, das stinkt fürchterlich. Ich renne hier komplett planlos in der Gegend rum. Gerade schon von Wölfen töten lassen. Willst du mal die geilste Damage Resistance ever sehen, Billy? Ja, guck dir das an. Ich behaupte, mehr Glass Tank geht eigentlich nicht.
Was passiert hier? Wie Granaten will er denn noch werfen? Kommt mal eine zurück. Wenn ich jetzt runterspringe, bin ich tot. Eieiei. So, was ist jetzt hier? Kundschaft. Drückt man die Sirene, dann kommen hier zwei Hunde. Bleib hier. Gigantischer Erfahrungsgewinn. Biber und kriegst 40, 80 Atome dafür. Eieiei. Hab ich den jetzt genommen? Warum müsst ihr denn alle auf einmal kommen? Doch keine Damage Resistance. Ha. Mich kann man sogar mit einer Minigun töten. Immer schon gefragt hat, was für Gegner sind das eigentlich, die man wirklich mit einer Minigun töten kann. Das ist mein Mool.
Dach. Was mache ich denn da? Muss ich euch erst noch mal verlassen. Hat hier nicht da versteckt. Na cool. Nicht Zeit schießen. Viele Gegner hier. Ja, na gut. Drück doch einfach den Knopf, Leute. Ihr müsst doch nicht auf mich warten. Hat jetzt explosiert. Stage and
jetzt. Ah, man muss nicht drauf schießen, man muss sich vor den richtigen Stellen und eh drücken, wenn man das auch mal kapiert. Was hier? Keycard? Ich will die Keycard haben. Und er steht da auf dem Dach mit einer 50 Cal und schießt nicht. Er hätte nur kurz den Knopf drücken müssen. Nicht autorisierter Zugriff auf gesicherten Transportcontainer. Waren nicht autorisiert ist, das zu fassen. Interessiert kein Schwein. Weil sie alle nicht nuken. Oder weil sie denken, 100 Keycards wären genug. So. Das Mool ist jetzt auch fertig, dann ist das halt nur 72 oder ich buff's wirklich noch. Aber so mache ich hier nicht weiter. Keinen Bock. Denke, ich mache dann heute Nachmittag oder heute Abend weiter. Bis zum nächsten Mal.